Willkommen zurück zu Divinity Original Sin 2. In der letzten Folge haben wir gegen Isabel gekämpft und auch erfolgreich gewonnen. Und die hat auch die Königin Justinia offenbar getäuscht. Und bevor wir jetzt weitermachen, müssen wir noch den Levelaufstieg machen. Der sollte relativ schnell gehen. Wir haben leider nur die beiden Karteireiter hier mit Punkten zu füllen. Die hier sind leider ja, leer, da können wir nichts aufleveln. Ich weiß auch nicht, wann wir hier immer aufleveln können. Wann es hier Punkte gibt, aber das ist sehr selten. Gut, also wir schauen mal kurz ins Fertigkeitenfenster. Wir haben hier noch jede Menge frei. Das heißt, wir gehen hier wieder auf Konstitution oder Stärke. Ich würde sagen, einmal Konstitution und Stärke bei Fame. Dann hier einhändig ist komplett durch. Wir könnten noch Kriegsführung machen. Dann sind wir nämlich hier auch schon mal bei 7. Das ist ganz gut. Dann der Rote Prinz, der hat auch viele Fähigkeitsplätze noch frei. Hier gehen wir komplett auf Stärke 45. Dann zweihändig ist durch. Wir können hier Kriegsführung nicht mehr weiter leveln. Mehr braucht er aber auch nicht. Ich würde sagen, wir gehen hier auf Vergeltung. Dann wirft er mehr Schaden zurück. Dann der Ivan. Der Ivan hat auch noch Plätze frei. Da wäre es vielleicht gut, Finesse. Ja, da gehen wir auf Finesse. Komplett. Distanz ist voll. Jägersmann, da sind wir bei 9. Machen wir mal 10. Und bei der Lose. Die Lose, da können wir einen Punkt investieren in Gedächtnis. Und den Rest in Konstitution. Außerdem hier vielleicht, ich würde fast sagen, wir setzen die zwei Punkte in... da haben wir ja nur einen Punkt. Ach so, dann gehen wir hier auf beidhändiger Kampf. Nein, nicht auf beidhändiger Kampf, ich dödel. Doch. Moment, beidhändiger Kampf erhöht Schaden und Ausweichen, wenn du zwei Einhandwaffen zugleich verwendest. Okay, nee, doch, ist ja richtig. Das sind ja zwei Einhandwaffen. Hoffe ich jetzt mal. Oh Gott, ich denke schon. Na gut. Wird schon nicht so schlimm sein. So, wir haben hier schon geplündert. Jawohl. Die sind durch. Wir können hier oben nochmal ein bisschen rumschauen, ob hier noch irgendwie was ist. Was ist denn? Weltuntergangsgerät. Ich speichere vorher. Ich weiß nicht, was da passiert. The great machine sits before you. Pipework, tentacles outwards and upwards. The conduits piercing the ground overhead, wending their way towards the city and her people above. Even through the seals of the great cistern, you scent the acrid sting of the death fog inside. Das müssen wir natürlich in Ruhe lassen hier. Wir müssen auch noch mal kurz ins Tagebuch schauen. So, Linda Kemp, das haben wir schon gelesen. Geheimnisse des Zwerge. Isabel, Todesnebel forscht, ja. Okay, so viel Neues ist gar nicht passiert. Na gut. Jetzt müssen wir nur wieder einen Weg rausfinden hier. Ist wahrscheinlich egal, ob wir rechts oder links runtergehen. Vor allem, wo wir hier hinkommen. Ist das der Bereich, wo wir schon mal waren? So, hier haben wir einen Schlüssel genutzt. Ist okay. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Ich bin gespannt. Ach, jetzt sind wir wieder im Eingangsbereich. Die Frage ist ja jetzt, wo ist die Königin? Ist die eingesperrt worden oder was mit der passiert? Oh, rot hier. Oh, da ist doch einer. Da sind noch mehrere. Achso, das sind ja wir. Oh Gott, oh Gott. Das war jetzt etwas peinlich. Ich speichere mal. Ich dachte, da steht einer. Der hat ausgeschaut jetzt hier wie so ein Zwergen-Paladin hier. Verschlossen. Haben wir hier keinen Schlüssel? Na gut. Wir gehen jetzt mal rein. Vielleicht finden wir noch irgendwas heraus hier.
häng mal das Bild ab. Nichts dahinter. Ist das jetzt hier das Gemach von Isabel oder von der Königin? Verschlossen. Also die können wir nicht öffnen, leider. Sehr magere Ausbeute. Ich hätte jetzt auf mehr Infos gehofft. Die sind bestimmt in der Kiste. So, was haben wir hier? Ring des Ruhms. Jägersmann, das wäre was für den Ivan. 360, ja. Das machen wir, oder? Statt dir hier, dem Ring. Und einen Gürtel. Die Bereiführung Glücksbringer. 332 Rüstung. Nicht schlecht. Okay, dann bekommt den die Lose. Gut, wir gehen wieder hoch. Und ich will jetzt nochmal oben. Ach, jetzt müssen wir wieder komplett hier zurücklaufen. Jetzt müssen wir wieder komplett hier hoch. Wir gehen mal hier durch. Und ich würde oben gern nochmal mit den jeweiligen Personen sprechen. Also mit der Ehefrau, mit dem Ehemann. Wie hat der andere geheißen? Marcel Mauriol, irgendwie so. Wenn er noch da ist überhaupt. So, wir gehen mal rein. Sie ist noch da. Isla ist noch da. You can. Hat nichts Neues zu erzählen, wahrscheinlich hier draußen auch nicht. Ich glaube, dass unten im Keller. What? Are you here to recommend I kill my wife too? Or my get away from me? Ich glaube, unten das im Keller hatte nichts damit zu tun. Bin mir da nicht sicher. Bleib mal stehen. Michael hat er geheißen. Be brief. Ach, der hat deswegen gepackt. Ihm sagen, dass er aufhören soll zu packen. Alex ist vor dem Todesnebel sicher. Really? This is amazing news. But what of the Queen? What's been going on? Is she safe? Ihn misstrauisch beäugen, wenn er wusste, dass die Königin die Freisetzung von Todesnebel geplant hatte, warum hat er es dann geheim gehalten? An odd question. She is my queen. All dwarves are but players in her game. I don't question her will. Ihm sagen, dass sie noch lebte, als du sie zuletzt gesehen hast, aber du nicht weißt, wo sie ist. Then I'll send my men and women to sniff her out. She may think to stay covert, but royalty is easily divined. It burdens my heart truly, but I must say farewell now. I trust you understand. Mikhail returns to his boxes and sacks, though he no longer places items in them, but removes them. Ob sich jetzt unten was geändert hat. Wieso ist hier ein Schwein hier oben? Ich verstehe es nicht. Was macht denn hier ein Schwein? Mit Königskrone. Was ist denn mit dem Schwein hier oben? Das macht mich fertig. Ich gehe nochmal runter. Und wenn jetzt nichts mehr zu erledigen gibt, dann lassen wir es gut sein. You again. Are you here to recommend a getaway from? Nö, hat sich nichts mehr getan jetzt. Das heißt, wir verlassen die Bude durch den Händlereingang. Hier vorne raus.
Eventuell können wir noch ein bisschen was verkaufen, wenn wir eh schon direkt am Marktplatz sind. So, das ist kein Händler, Bürger. Ich weiß nicht, was ich mit der ganzen Kohle machen soll. Gut, dann können wir jetzt eventuell mal rübergehen zu Spielzeugmeister Sanders. Der soll nämlich wissen, wie wir zu Dennis kommen. Was ist da denn hier los? Der Gast ist irgendwie geblendet. What's going on? I smell terrible things I do. I smell fear and blood and doom and death and something else. Something worse. It's coming from under the city. Wir gehen mal rein. Klopf, klopf. Ist auch unglaublich schön eingerichtet hier. Okay, hier oben. Vielleicht nicht so. You might be my favorite. Don't tell the others. Okay, die kennen wir ja schon, die verhexten Fratzen. Mit dem haben wir schon Erfahrung gemacht. Wir schauen uns erstmal ein bisschen um. Hier geht's nach oben. Abgesperrter Bereich. Wir haben hier zwei Fahnen. Achso, nur der Laden und dass hier der Spielzeugmeister ist. Gut, wir speichern und sprechen mal mit ihm. A visitor. Tell me, do you like puppets? Natürlich wollen wir Puppen, haben wir Puppen gern. The toy seller nods and smiles. Wonderful. Here, take a look at this. The puppet springs to life. Impressive, no? There's a lot of craftsmanship in that small package. Quite a lot. Und der soll uns helfen. Now, what can I do for you? I haven't had many callers of late, what with all the fuss and hubbub that's been going on outside. Ich bitte dir, seine Waren zu zeigen. Consider me at your service, if you need anything else. Nö, hat er nichts ordentlich. Staunen, dass er die Puppen lebendig gemacht hat. Source, what else? Each and every one of my darlings has a little bit of magic in them. It turns a mere toy into a friend. Fragen, ob er sich keine Sorgen macht, dass sein Gebrauch der Quellenmagie leeren Erwachte anlocken könnte. Oh no, not at all. I use only the smallest sprinkle of source in my work. I'd hardly think a Voidwoken would set its sights on me and my darlings. Staunen, dass er den Magistern entgangen ist, die doch noch kürzlich die Stadt unter Kontrolle hatten. I'm on good terms with the Divine Order. They know what my work entails. They've even had use for me in the past. I have nothing to fear from them. Dich anderen Dingen zuwenden. Anmerken, dass Alx von leeren Erwachtenangriffen und von Kämpfen zwischen Magistern und Paladinen geplagt wurde. Er hat gut daran getan, drin zu bleiben. Quite. Luckily for me, I have everything I care about right here. Why, I could lose days on end rummaging around inside my darlings. Das war's jetzt. Mehr hast du uns nicht zu sagen. Doch das ist wohl nicht alles. Vielleicht sollten wir nachhaken. Ich würde eher sagen, wir müssen hier ein bisschen untersuchen. Der hat so viel Zeug hier. Ist hier irgendwas von Relevanz? Eisenreste. Ja, nichts hier irgendwie. Oh, wir können ja mal die mit den Fratzen sprechen. The puppet looks at you with what almost amounts to curiosity. You sense power from within it, a measure of source, just enough to make the plaything seem alive. Hier oben ist auch noch einer. No touching, please. Oh, ich sprich nochmal mit ihm. You're positively haunting me with your presence of late. Something I can help you with? Fragen, wie die Puppen sich bewegen können. Source, what haben wir ja schon. Each and every one of my darlings has a little... I'm on good term. Oh no, not at all. I use only quite. Nö, da kommen wir aktuell nicht weiter.
irgendwas. Medats Blutrosennotizen. Könnten wir stehlen. Sind die hier drinnen oder sind die... Ne, die sind hier drin. Aber Blutrosennotizen. Oh, da läuft ja einer rum. Dann müssen wir doch hier rein. Können wir da irgendwie von außen rein? Dass wir von der anderen Seite reingehen. Das sieht jetzt nicht so aus. Wir müssen wahrscheinlich durch die Tür durch. Vielleicht können wir schleichen. Ich speichere mal. Oh. Ach so, jetzt kommt er wieder in unsere Richtung. Das heißt, wir warten mal kurz ab, bis er wieder abbiegt. So. You! Oh. You're not supposed to be here. Allow me. Ich probiere es nochmal. Wenn wir jetzt die Tür wieder zumachen. So. Alarm! Ah. Nein, ich wollte. Also kämpfen wollte ich jetzt nicht. Ah, nee. Das machen wir jetzt nicht. Ich wollte es nur ausprobieren, ne? Ich wollte es ja nur ausprobieren. Ich wollte nicht kämpfen. Ah, sehr ärgerlich. Dann gehen wir zuerst rüber zum Anwesen von Cam irgendwie. Und schauen uns dort noch um. Und irgendwann gehen uns ja dann sowieso sämtliche Optionen aus. Aber solange wir noch ein bisschen was selbstständig erkunden können, werden wir das auch machen. Vielleicht müssen wir auch einfach nur vorher mit irgendjemandem reden. Weil es hat ja auch nichts geholfen, dass wir jetzt reingehen. Dann wird sofort Alarm, Alarm gerufen. Es sei denn, Moment mal, ich probiere mal was. Okay, das probieren wir jetzt nochmal kurz. Ich löse den Fane. Mache jetzt die Tür dann auf und gehe nur mit Fane rein. Das Problem war ja, dass die anderen nachgelaufen sind. Und dann quasi. Ah, ja. Ah, sehr ärgerlich. Okay, nee, das passt schon. Ich werde jetzt aber nochmal neu laden. Damit der den Status nicht mehr hat. Damit später, wenn wir aus Versehen reingehen, nicht sofort der Kampf beginnt. Und ja, da machen wir uns erst auf den Weg zum Anwesen. Schauen doch dort nochmal ein bisschen rum. Und wir können ja auch gleich nochmal zu der Kathedrale gehen. Wir brauchen ja auch wahrscheinlich noch den Aru. Den müssen wir ja auch irgendwo finden. Ich habe keine Ahnung wo. Das ist ja alles noch so unglaublich groß jetzt. Ich dachte vor 10 Folgen schon, dass das jetzt zu Ende geht. Eigentlich schon vor 15 Folgen. Aber okay. Gut, wir gehen jetzt wieder raus. Für uns gibt es aktuell hier nicht mehr zu tun. Und dann gehen wir jetzt hier rüber. Richtung Cam heißt der Cams Anwesen. Ich wollte auch noch hier rüber, aber da kommen wir dann sowieso, wenn wir zur Kathedrale kommen. Arus Gemäher, da müssen wir hin dann noch und eventuell Nachforschungen anstellen. So, wen haben wir hier? Greg Garnim. Da ist ein Händler. Bürger. The man in front of you is clad in a ragtag assortment of garb from different cultures. He looks up from repairing a battered instrument to smile and nod at you, one traveler to another. Ho there, fellow traveler, Luronta. Looking for some cheer to lighten the mood of this grim, dark city? Nach seinen Reisenfragen war er schon mal an einem Ort, an dem die Untoten frei wandeln. Good question, Kalisti. If Dick,
I don't believe I have. Thank you for asking. Now I've a new challenge. Er ist ein Barde. Ihn fragen, wie er dazu kam. Well now, I do love music, it's true. But my instrument has given up the ghost after long days on the road. Rav, believe me, traveling takes its toll. I'm from a place called Aleroth, and traveled back in years. When I first left home, I had an idea traveled make me more well-rounded and, you know, interesting. But instead, I'm kind of uncomfortable everywhere. So now I'm traveling till I find a place that really feels like a true home. Because when nowhere feels like home, you start to forget who you are a little. At least, I do. Fragen, ob er bereit ist, dir etwas vorzulesen. Of course, I'm glad to. My words will lift your spirits, no mistake. But I need to pay my way, so I'd ask you for a little gold if you have it. Natürlich. What do you say, Rav? Ihm sagen, dass du nach langen Reisen ziemlich pleite bist, kannst du einen Rabatt kriegen. And for why do you deserve one, friend? Sagen, dass du das Klatschen übernimmst, wenn er die Worte laut ausruft. Oh, schade. Sorry, friend. Wir händigen ihm das Gold aus. You, as he counts the coin you handed over. Now, what poem do you like to hear? An old classic or one of my originals? Ein Original. Take a seat, Rav. Make yourself at home. Give me a moment to clear my throat and listen. Na dann. I've walked this earth, each vale and... I like your loot. All right. Can I sell you a real one? The forest's fair, the city's bleak. God's love an optimist, that's for And sure. In each place I've come to find... Real antiques at my realistic prices. Who cares to trade? Kommt immer mehr Zuschauer. Aleroth. I packed my life up in a cloth. I set my course far on the map. And here I am to tip my cap. Antiques and antiquities. Okay. Ja, ob das jetzt 100 Goldstücke wert war, muss jeder für sich selbst ausmachen. Wir gehen einfach mal, räuspern uns und gehen. So, wen haben wir denn hier? Was ist denn da los? Händler Adam und ein toter Bürger. Here. The man taps his foot in time to the bard's tune, though he stills it as you draw near and clears his throat. If you're looking for Kat, she's evaluating all of Kem's antiquities. It'll be a while. If you're in a shopping mood, well, I can help with that. Good stuff, yeah? Okay, lauter Gemälde und so Zeug. Das sieht aus, als hätten wir ihm das alles verkauft. Gut. Irgendwas haben wir jetzt hier bekommen als Quest. Schätzerin Mietze aus Herrn Kamps Haus kommt. Das hört sich schon wieder verdächtig aus, an. So nach dem Motto, die kommt nicht mehr raus irgendwie. Gehen mal rein. Linda Kamps Anwesen. Ein riesen Teil auf Mom. Mietze, die Schätzerin, ist hier Kamps Anwesen. Kinder laufen hier rum. Wir sprechen erstmal mit der Mietze. Hier ist die Katze. Would you please? Oh, ever so sorry. I thought you were that rotten butler about to warn me once again to take the ocular, not the tactile approach. I swear I have a mind to beat him to death with the nearest dictionary I can find. Wir sagen, dass schon die Kontemplation eines solch bösartigen Angriffs einen Kopfsprung in das abstoßende Reich der reinen Amoral bedeutet. Oh, do spare me. That little snob thinks me unworthy of being in his precious lord's mansion appraising his precious lord's collection of antiques. Just you try judging the state of a Vedistian armoire if you're not even allowed to rummage through its drawers. Sie fragen, was genau sie hier macht. I'm merely appraising the many antiques gathered in here in this beautiful mansion. A roguish little smile suddenly plays upon her lips. What else would I be doing? Sagen, dass sie dir ihre Absichten einfach mitteilen könnte, oder du könntest dem Diener sagen, dass sie eine der Antiquitäten beschädigt hat. My, you do drive a hard bargain, don't you? Very well. Consider yourself invited.
Now listen closely. Rumor has it that Lord Kim's mansion is built upon a massive vault in which he hides his true valuables. His entire house is but a smokescreen for the real treasure hidden underneath. I've had no luck so far in locating this fabled vault, but if you do, I swear the entire hoard is yours. No questions asked. All I want in return for this information is a trio of curios that is said to be kept inside. The portrait of the divine, the cup of kings, and the scroll of eternity. Everything else is yours. Wir sagen, dass es abgemacht ist, du besorgst ihr die Dinge, die sie will, wenn du die Katakomben findest. A most satisfactory arrangement. Fragen, ob sie dir helfen kann, die Katakomben zu finden. She shakes her head apologetically. There are only whispers of a vault and quieter whispers still of what it may contain. But at least you know now that it's there. Probably. Wegen dieser drei Kuriositäten. Did you find them? Ach so, nee. I suppose. Okay, also unter diesem Anwesen sind immer noch Katakomben auch, das ist ja unglaublich. Da geht's immer noch weiter. Was ist denn hier los? Was wird denn hier gestrichen? Gestrichen. I wasn't expecting visitors. I don't need this distraction. Okay, okay, hier geht's auf alle Fälle zum Keller. Da können wir uns schon mal das Ganze vormerken. Ganz schön prachtvoll. Wir sprechen mal mit Madeline Kem. Mummy says I can't play upstairs in case I disturb her special guests. Are you a special guest? No, maybe not. Okay, ein etwas anderer gesprochener Text als hier steht. Hachi die Katze und man darf die nicht streicheln, offenbar. So, wir gehen mal hier rein. Was ist hier für eine Versammlung? Joria Webb, Lady Paulina Kem und Calvert Webb. Oh, Han, did you get an invitation to tea? You must have misread the date, my dear. My hands are already full. Das tut mir leid. Yes. Gut, gut. I must take advantage of the moment. Eieiei, das ist ja furchtbar. So, was haben wir hier? Ein schönes Gemälde. Ein beeindruckendes Gemälde. Bevor ich hier irgendwas anfasse. Speichern. A striking painting, truly. And featuring a familiar face. Lady Kem sniffs with the pride of a peacock spreading its tail. It's beautiful, isn't it? Possibly Ram's finest work. Ach, das ist ja Madeline. Oder? You may recognize the people in it. Alexander, of course, the dwarven queen Justinia, nee, Gongi of the ancient empire, and the graceful Tiriara, the great elven seer. The Quorum. It was here that they made history, in this very room, in fact. Das Quorum, um was ging es dabei? Lady Kem smiles graciously and offers you a cup of tea. Ja, vielen Dank dafür. The Voidwoken invasion was in its infancy. And it was becoming clear that the creatures were drawn to source. Bishop Alexander called the Quorum together. He demanded the elves, dwarves, and lizards agree to his plan. Gather and quarantine source users across Rivellon. She takes a slow sip of tea, eyeing you closely just above the cup's rim. Fragen, was dann passiert ist. An excellent question. As it happens, the other three rebuffed Alexander's demands. The Lizard King, stately when silent, yet so great was his descent, I was sure his shouts would split the ground open beneath us. A travesty. Alexander sought to protect us all from a scourge. The fork-tongued devil would sooner usher in a dark age than round up the troublemakers. Den Kopf schütteln, es war falsch von Gongi, sich zu widersetzen. Lady Kem grins, then pours you yet another cup of tea. Ah, oh, dann muss ich wieder so oft aufs Klo. Then there was the Queen. Smart as a whip, that one. And just as likely to sting you.
sie auffordern, trotz ihrer Bemerkungen weiterzureden. Justinia listened to Alexander intently. I'd always thought of dwarves as pragmatic. I presumed she would ally with him, but she proved disloyal. The dwarves would not be part of his plan. I had forgotten that pragmatism is usually partnered with stubbornness, particularly when accompanied by an overabundance of ale. Zustimmen. Jeder Zwerg, den du kennst, liebt gute Getränke und gute Streitgespräche. Wir stimmen jetzt immer zu, vielleicht damit wir mehr Informationen aus ihr rausbekommen. Another smile and another cup poured. Attention turned to Tiriara. Perhaps she would bolster Alexander's position. Fragen, was dann passiert ist. The Elvin's here. Her heart bled, she said. A millennium of memories warned against a pogrom, she said. She would not assist the great Alexander. No great loss, I must add. The elves are scattered to the wind. Their influence is as thin as a dying willow's twig. Besides, like any elf, Tiriara's head floats in the clouds. They tell wonderful stories, but live fantasies as absurd as any lizard dreamers. Ihr sagt, dass in dem, was sie sagt, eine gewisse Wahrheit liegt. She pours you yet another cup of tea with an elegant flourish. The pot is seemingly bottomless. Ah, it's been a pleasure to reminisce on that day. Please do make yourself comfortable. You are such delightful company. Na, vielen Dank. She sips from her cup and you bow in farewell. Okay, oh, Paulina Kemps Kammerschlüssel. Ha. Wir schauen jetzt mal rein, ob wir hier was Neues haben. Mieze, ja, aber hier nichts. Ich speichere mal den Schlüssel. Können wir uns den irgendwie stibitzen? Good find. Was ist das? Ein Diebstahl? Die Durchsuchung zulassen. Der Ivan wird jetzt durchsucht, oder? Aber eigentlich hat es ja der Fan geklaut. Ah. Okay, das hat jetzt so nicht geklappt. Hm. Okay, und jetzt sitzen sie im Boden. Beide. Der Einzige, der richtig sitzt, ist der Kollege hier. Ein bisschen seltsam. Na gut. Wie soll man denn den Schlüssel sonst stehlen? Na gut, wir sind ja jetzt schon wieder weit über die Zeit. In der nächsten Folge werden wir das Anwesen noch ein bisschen hier oben erkunden und eventuell auch hier in den ersten Stock hochgehen. Was ist das denn hier? Elfenleibwache. Und ich würde aber viel lieber hier runtergehen. In den Keller, weil, wie man weiß, viele Katakomben verbirgen sich im Keller. Gut, damit wäre das geklärt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Nicht wundern, wenn da der Schlüssel wieder da liegt, dann wird der alte Speicherstand wieder geladen. Bis dann, ciao.